3. Dezember und der 19. Spieltag in der Regionalliga West. Für den SV Rödinghausen steht der Jahresendspurt an mit 2 Heimspielen. Erster Gegner heute der Spielverein aus Lippstadt. Also Nachbarschaftsduell könnte man fast sagen. Auch in der Tabelle beide Teams eng beieinander. Erste Möglichkeit in diesem Spiel für Lippstadt. Kopfball nochmal hinein. Thiago Estevao zunächst geklärt. Dann der Kopfball quasi auf der Linie. Situation dann bereinigt. Also das ist die erste Torannäherung der Lippstädter. Rödinghausen dann überschaut. Guter Ball zu Damian Marceta. Damian Marceta mit dem Abschluss. Der geht aber hier über das Tor. Gute Möglichkeit für Rödinghausen, die dann hier über Jonathan Riemer wieder nach vorne spielt. Marceta, Schaub und dann der Ballverlust. Lippstadt mit der Möglichkeit. Der SV Lippstadt mit dem Ball auf Luis Sprekelmeier und der mit dem 1:0, 25. Spielminute. Wir sehen diesen Treffer in der Wiederholung. Er lupft ihn hier über Estevao ins lange Eck hinein. Schwierig, schwierig. Der Konter also Lippstadt mit dem 1:0. Dann Schaub mit einer Ecke. Rödinghausen um die schnelle Antwort bemüht. Niklas Wiemann mit dem Kopfball. So oft hat er ja schon auf diesem Wege getroffen in dieser Saison. Diesmal leider nicht. Lippstadt auch weiterhin auf dem Weg nach vorne. Die wollten den zweiten Treffer hinterherlegen. Hier gibt es aber zunächst Freistoß. Estevao, der stellt seine Vorderleute entsprechend auf. Und Lippstadt führt das Ding hier aus. Schuss zunächst aus der Distanz, dann ein zweiter Versuch. Situation aber noch nicht bereinigt. Ball kommt nochmal lang in den 16er. Estevao faustet ihn hier raus und dann kommt es zum Nachschuss und der ist satt. Und der passt. Phil Hallbauer, 38. 2:0 für Lippstadt. Wir sehen den Treffer in der Wiederholung. Phil Hallbauer, der versucht es ja aus der zweiten Reihe. Schwer für Estevao, den zu sehen. Einige Leute davor. Und der Ball mit viel Wucht unten in die Ecke. Lippstadt also mit der Führung. Rödinghausen rennt hier hinterher, will natürlich schnell eine Antwort finden. Das gelingt hier zunächst noch nicht. Patrick Kurzen erarbeitet sich hier den Ball. Stark gemacht von ihm. Hereingabe vor das Tor. Und der rutscht durch. Da sehen wir in der Wiederholung, dass das durchaus knapp war. Damian Marceta, der springt hier noch hinein. Bleibt im Netz hängen, verletzt sich hier aber zum Glück nicht. Also 2:0. Der Halbzeitstand zugunsten der Lippstädter. Rödinghausen kommt mit viel Elan aus der Kabine. Rami Safi zieht hier in den 16er ein. Rami Safi, der Ball, da ist Patrick Koroba zum ersten. Patrick Koroba zum zweiten wieder abgewehrt, dieser Schussversuch. Aber gute Chance für Rödinghausen, die hier direkt da sind. Carsten Rump und sein Trainerteam, die reagierten natürlich, brachten frisches Personal in die Partie und wollten so den Bock hier noch umstoßen. Riemer dann mit dem Zuspiel wieder auf Rami Safi. Safi auf dem Weg in Richtung Tor. Der versucht's mal aus der Distanz. Gute Möglichkeit von ihm. Schade, nicht von Erfolg gekrönt, allerdings noch zur Ecke abgelenkt. Bravo Sanchez und Schaub stehen da. Sanchez bringt den Ball hinein. Schuster zunächst wirft er sich hier ein und Koroba mit dem Schussversuch. Der bleibt hängen. Riemer, er kämpft diesen Ball hier nochmal. Stark von ihm. Bravo Sanchez mit der Flanke hinein. Und da ist Niklas Wiemann. Und da ist das Tor. Niklas Wiemann per Kopf. Wir haben drüber gesprochen. 61. Minute macht er stark. Anschlusstreffer für den SVR, der hier natürlich sofort weitermachen wollte. Aber das gucken wir uns nochmal an. Herrliche Hereingabe vorher von Bravo Sanchez. Allerdings auch gut erkämpft der Ball zuvor. Stark gemacht. Rödinghausen da. Aber auch Lippstadt über Phil Hallbauer. Geht es hier nach vorne. Phil Hallbauer spielt den Ball auf Hakim Traoré. Hakim Traoré ans Lattenkreuz. Das hätte hier die direkte Antwort werden können für Lippstadt. Glück gehabt für den SVR. Es bleibt beim 2:1. Koroba zu Schuster. Sanchez treibt den Ball hier nach vorne. Guter Ball in die Spitze. Da ist Johnny Riemer. Riemer macht er gut, geht vorbei. Johnny Riemer versucht es mit dem Abschluss. Jeff Dennis Fair eingewechselt, legt nochmal ab auf Sanchez. Rödinghausen jetzt mit vielen, vielen Möglichkeiten, hier doch noch den Ausgleich zu erzielen. Das ist dann wieder Jeff Dennis Fair. Jeff Dennis Fair verliert den Ball hier zunächst und dann ist es vorbei. Das war die letzte Aktion in diesem Spiel. Felix May pfeift die Partie ab. Der SV Lippstadt kann gewinnen gegen den SVR, der ohne Punkte und mit einer 2:1 Niederlage dasteht.